Südkorea im Wahn des Wettbewerbs. Südkorea ist flächenmäßig nur 2,5-mal so groß wie die Schweiz, hat aber über 50 Millionen Einwohner und ist in jeder Hinsicht ein modernes Zukunftsland, verstädtert und enorm verdichtet. Südkorea schaut auf eine beispiellose Erfolgsgeschichte zurück. Von einem der ärmsten Länder der Welt zu einer der führenden Industrie- und Exportnationen. Das will fortgeschrieben werden und macht Korea zu einem Land im Wahn des Wettbewerbs. Jeder kennt Samsung oder Hyundai, aber kaum jemand die Menschen und das Land hinter diesen Marken. Nur selten verirren sich europäische Touristen nach Südkorea. Was sie dabei entdecken würden, wäre eine Volksseele geprägt vom kollektiven Streben nach Erfolg. Für die Wirtschaft ein Segen, der für den Menschen jedoch mitunter zum Fluch werden kann. Die koreanische Halbinsel liegt 11 Flugstunden von Europa entfernt in Nordostasien. Korea wirkt, bis auf eine kurze Grenze zwischen Nordkorea und Russland, wie eine natürliche Fortsetzung von Chinas Landmasse. Doch Südkorea orientiert sich kulturell vor allem an Japan, dem ewigen Rivalen und der ehemaligen Kolonialmacht. Eingerahmt von drei mächtigen Nationen befindet sich das kleine Südkorea in einer geopolitisch schwierigen Lage. Geografisch ist Südkorea in einer interessanten Situation. Es ist umgeben von drei großen Volkswirtschaften. Es ist ein Bindeglied zwischen Japan und China. Technologisch schließt es rasch zu Japan auf, während es immer noch eine wichtige Rolle als mächtige Exportnation einnimmt. Won Chik Chae ist einer der erfolgreichsten Unternehmensberater Südkoreas. Er verkehrt auf den Teppichetagen der verschwiegenen südkoreanischen Großkonzerne und ist einer der intimsten Kenner seiner Wirtschaft. Als ich 1969 geboren wurde, betrug das Bruttosozialprodukt Südkoreas 5 bis 6 Milliarden US-Dollar. Heute sind es 1,5 Billionen. Unsere Wirtschaftsleistung hat sich also in 50 Jahren verdreihundertfacht. Darauf sind die Koreaner sehr stolz. Sie nennen es das Wunder des Han, des Flusses, der durch die Hauptstadt Seoul fließt. Ich würde sagen, Südkorea ist wie ein Film, der im Zeitraffer spielt. Korea hat tausende Jahre Geschichte, aber das moderne Korea wurde mehr oder weniger im letzten halben Jahrhundert erschaffen. Anfang des 20. Jahrhunderts wird Korea von Japan annektiert. Die Besatzer wollen sogar die koreanische Sprache zugunsten des Japanischen abschaffen. Koreanische Widerstandskämpfer werden kurzerhand exekutiert. Im Zentrum von Seoul findet am 1. März 2019 eine Gedenkfeier zum Beginn des koreanischen Widerstands statt. Koreas Geschichte im letzten Jahrhundert ist von großem Leid und verheerenden Kriegen geprägt. Und diese Geschichte wirkt bis heute nach. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gewinnen die Koreaner zwar ihre Unabhängigkeit zurück. Doch wird das Land 1948, ähnlich wie Deutschland, in zwei Nationen und Einflusssphären unterteilt. Nordkorea, eine kommunistische, und Südkorea, eine kapitalistische. 1950 dringen chinesische Truppen aus dem Norden in den Süden vor, werden jedoch nach anfänglichen Überraschungserfolgen von südkoreanischen und US-Truppen zurückgeschlagen. 1953 wird ein Waffenstillstand unterzeichnet. Man schätzt, dass der Koreakrieg rund 4,5 Millionen Tote gefordert hat. Allein Seoul, nur 50 Kilometer von Nordkorea entfernt, wechselt während des dreijährigen Krieges viermal die Hand und wird praktisch dem Erdboden gleichgemacht. Das moderne Korea wurde aus Trümmern aufgebaut. Es gibt eine ausgeprägte Wir-schaffen-das-Mentalität in Korea, die das Unmögliche möglich macht. Das große Wachstum begann Ende der 60er Jahre und hielt bis in die 90er an. Dafür waren einige Faktoren ausschlaggebend. Erstens, ein sehr kühnes Unternehmertum, angeführt von einigen wenigen, äußerst fähigen Magnaten. Zweitens, die massive Unterstützung durch die Regierung. Kulturell sind südkoreanische Firmen sehr top-down, fast wie militärische Einheiten. Ein klarer Kurs und sehr schnelle Umsetzung.
Koreas große Werften im Süden des Landes bauen die modernsten Schiffe und Bohrinseln der Welt. Daneben sind die Koreaner auch technologisch in vielen Bereichen Weltmarktführer. Etwa bei Mobiltelefonen, Speicherchips oder Bildschirmen. Südkoreas Wirtschaft ist so leistungsfähig, dass das Land als eines der wenigen selbst mit China einen Handelsüberschuss erzielt. 100 Milliarden US-Dollar allein 2018. Und die Koreaner bauen heute mehr Autos als die USA. Beides verschweigt man in Korea gerne, um in dieser Zeit zunehmender Handelskonflikte nicht ins Fadenkreuz zu geraten. Um in verschiedenen Bereichen wie Halbleiter, Schiffbau, Automobil oder Stahlindustrie unter den ersten drei Weltmarktführern zu sein, musste Südkorea schon eine enorme Leistung vollbringen. Doch heute gerät das Land unter enormen Druck aus China, wenn es um Kosten und Wettbewerbsfähigkeit geht. Für eine der großen koreanischen Firmen zu arbeiten, ist das höchste Ziel ehrgeiziger junger Koreaner. Ihre Leistungsbereitschaft ist legendär. Die drei Ferienwochen werden oft nicht bezogen. Die Firma ist meist wichtiger als die Familie und sicher immer wichtiger als Freizeit. Work-Life-Balance ist definitiv kein koreanisches Konzept. Korea hat eine sehr strenge Arbeitsethik. Das kann sogar ein exzessives Ausmaß annehmen. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass Korea vor nur 50 Jahren ein sehr armes Land war. Unbestrittenes Epizentrum Südkoreas ist der Großraum Seoul. Mit 25 Millionen die bevölkerungsmäßig fünftgrößte städtische Großagglomeration der Welt. In Korea ähnlich dominant wie Paris in Frankreich oder London in England. Und auch die Immobilienpreise und Mieten im Zentrum nähern sich denen von Paris und London an. Eine einfache 3- bis 4-Zimmer-Familienwohnung ist unter 1 Million Franken kaum zu haben. So entstehen rund um Seoul Satellitenstädte auf der grünen Wiese. Wie hier in Songdo, eine Autostunde vom Zentrum entfernt. Zentral geplant und erbaut in einer typisch ostasiatischen, meist wenig transparenten Zusammenarbeit von Politik und Wirtschaft. Einer klassischen Public-Private-Partnership. Stundenlanges Pendeln in den immer vollen, aber gut ausgebauten öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Norm. Der Alltag in Seoul ist anstrengend. Der Brite Daniel Tudor hat sich nach seinem Studium in Oxford in die koreanische Halbinsel verliebt, wurde Korea-Korrespondent des Economist und ist Autor von Bestsellern über Korea. Meistens bekomme ich keinen freien Sitz in der U-Bahn oder im Bus. Die Wohnungen sind nicht nur teuer, sondern auch klein. Und auf der Straße laufen die Leute in einen hinein. Es ist ein regelrechter Wettbewerb um Platz, wie auch um alles andere in Korea. Früher nannte man Korea auch das Land der Morgenröte oder Morgenstille. Die Morgenröte gibt es noch, doch die Stille ist Vergangenheit. Und trotz jahrtausendealter Geschichte hat man in Korea kaum Zeit zur Rückschau. Der Blick geht nach vorn. Und man sagt den Koreanern nach, geradezu verliebt zu sein in Technik und Wissenschaft. Wenn es um Technologie geht, will man unbedingt die Nummer 1 sein. Dieser Ehrgeiz sei letztlich wohl doch eine Folge historischer und kultureller Prägungen, meint Koreas stellvertretender Kultur- und Informationsminister. Früher, also vor dem Zweiten Weltkrieg, sagte man den Koreanern nach, faul zu sein, immer zu spät zu kommen und ihre Versprechen nicht zu halten. Das hat sich heute völlig ins Gegenteil verkehrt. Koreaner gelten als sorgfältig, pünktlich und haben den Ruf, ihre Ziele zu erreichen. Ich habe das analysiert und bin zum Schluss gekommen, dass es mit unserer Geschichte und unserer konfuzianistischen Prägung zu tun hat. Und mit dem, was wir in Korea das Ausbildungsfieber nennen. Der Wettbewerb beginnt schon im Kindesalter. 12 Unterrichtsstunden pro Tag sind keine Seltenheit und machen Koreas Schulsystem zum wohl strengsten der Welt. Der Unterricht legt vor allem Wert auf das Auswendiglernen von Fakten. Und Prüfungen gehören zum Alltag der Kinder. Auf Initiative der UNICEF haben koreanische Schulkinder zuhanden der UN-Kinderrechtskommission einen Report verfasst, der ihre Situation kritisch beleuchtet. Der Titel
Kinder leiden unter akademischem Druck. Das Erziehungssystem heute zwingt uns zu viel zu vielen Schulstunden. Es verursacht Stress und wir haben keine Freizeit. Es zwingt uns, alles auswendig zu lernen und verhindert, dass wir eigene Ideen entwickeln und ausdrücken können. Das sollte sich ändern. Die Lehrer diskriminieren uns auch, je nach unserem akademischen Leistungsausweis. Wir werden nur aufgrund von Zahlen beurteilt und nicht nach unserer Person. Leute aus dem Westen kennen das vielleicht nicht, aber hier gibt es die sogenannte Privatausbildung. Die große Mehrheit der koreanischen Schüler besucht nach der Schule noch privaten Nachhilfeunterricht und das dauert oft bis Mitternacht oder 1 Uhr morgens. Und was sind eure Hobbys? Habt ihr Zeit dafür? Nicht wirklich. Freizeit ist für Koreas Schulkinder fast ausschließlich da, um sich auf Prüfungen vorzubereiten. In ihrem Report berichten sie von Versagensängsten bis hin zu Selbstmordgedanken. Und tatsächlich hat Südkorea weltweit die höchste Kindersuizidrate. Ich finde, es ist wirklich schwierig, erfolgreich zu sein, wenn alle ehrgeizig sind. Glücklich zu sein hingegen ist nicht so schwierig. Eine Gesellschaft glücklich zu machen wäre viel einfacher, als alle Mitglieder der Gesellschaft erfolgreich zu machen. Nach dem Schulabschluss muss jeder, der auch nur etwas Ehrgeiz hat, studieren. Fast 70% aller jungen Koreaner gehen an die Uni. Ein Universitätsstudium ist fast Pflicht in Korea. Es ist zu einer beinahe selbstverständlichen Fortsetzung der Schulpflicht geworden. Alle müssen an die Uni. Wenn sie in Seoul nicht an eine gute Uni gehen, werden sie als Verlierer abgestempelt. Es geht nicht so sehr darum, eine Leidenschaft für irgendetwas zu haben und das dann zu vertiefen, sondern man muss einfach irgendeinen Uni-Abschluss haben. Zu viele überqualifizierte junge Koreaner drängen in den Arbeitsmarkt. Arbeitsrechtsprofessorin Kui John Park erlebt, wie Frustrationen und Enttäuschungen nach dem jahrelangen Ausbildungsmarathon und Prüfungsstress ihren Preis fordern. Es ist ein wirkliches Problem in Korea. Als Professorin betreue ich viele Studenten und ich erlebe, wie sie jahrelang mit Prüfungsstress und anschließend um Jobs kämpfen. Sie stehen wirklich unter enormem Druck. Bei manchen führt das dann zu psychischen Problemen. Erfolgreich zu sein ist einfach wirklich wichtig in Korea. Die Unigebühren sind eine große Belastung für die Eltern. Stipendien gibt es kaum. Kinder haben ist eine teure Sache in der patriarchalischen Gesellschaft. Vielleicht der wichtigste Grund für Südkoreas rekordtiefe Geburtenrate. Jede Koreanerin bekommt im Schnitt gerade noch 0,96 Kinder. Korea ist eine rasch alternde Gesellschaft. 15% der Bevölkerung sind über 65 Jahre alt. Die Geburtenrate ist die tiefste aller Industrieländer. Das führt dazu, dass die arbeitende Bevölkerung seit 2016 fällt. Vereinfacht gesagt, muss Korea also dafür sorgen, dass jeder Arbeitnehmer mehr produziert. Und dafür braucht es Technologie. Um sich vom Studieren zu erholen, frequentieren viele Schüler und Studenten sogenannte PC-Cafés, die jeden Tag im Jahr 24 Stunden geöffnet sind. In solchen Etablissements verbringen sie dann unzählige Stunden mit netzwerkbasierten Computerspielen. Gespielt wird oft mit an Fanatismus grenzender Verbissenheit und dem typisch koreanischen Ehrgeiz. Da will man auch fürs Essen keine Zeit verlieren. Praktischerweise kann man es gleich am Bildschirm bestellen, um es dann umgehend an die Spielkonsole geliefert zu bekommen. Weil das ganze Wettbewerbscharakter aufweist, es Ranglisten und Meisterschaften gibt, ist es ein Sport. E-Sport. Und er ist nirgendwo so populär wie in Südkorea. Wenn wir die ganze E-Sport-Industrie anschauen, dann liegt Südkorea hinter China und den USA zurück. Aber wenn wir nur die Spieler beurteilen, dann kann ich ruhig sagen, dass wir die besten Spieler der Welt haben. Das hat mit dem Umfeld zu tun. Koreas Teenager haben nur wenige Möglichkeiten, ihre Freizeit zu verbringen. Weil sie so auf ihre Ausbildung fixiert sind, haben sie kaum Hobbys. Um also der Realität zu entfliehen, spielen sie Computerspiele.
Deshalb haben wir all diese PC-Cafés. Sie sind der Nährboden und die Trainingscamps für unsere Top-Spieler. Mit 200.000 Arbeitsplätzen sind E-Sports Big Business. Südkoreas Telekommunikationsgigant SK Telekom hat schon Ende der 90er Jahre die Voraussetzungen dafür geschaffen. Seither hat Südkorea immer die schnellsten Internetanschlüsse der Welt. Während man in Europa noch über etwaige Strahlenbelastung diskutiert, läuft das ultraschnelle 5G in Südkorea bereits seit Ende 2018. So erstaunt es nicht, dass der innovative Telekom-Konzern viele der besten Spieler unter Vertrag hat. Surrender etwa, einer der weltbesten Hearthstone-Spieler. Hearthstone ist ein populäres digitales Kartenspiel. Man schätzt die Anzahl Spieler auf etwa 100 Millionen. Der 22-jährige Surrender ist Profispieler und trainiert jeden Tag viele Stunden. Erziehung, Ausbildung, das ist wirklich wichtig in Korea. Und deshalb setzen viele Eltern ihre Kinder unter Druck. Glücklicherweise habe ich junge Eltern, die ziemlich relaxed sind. Und so hatte ich das Glück, dass sie mich immer voll unterstützt haben. Viele spielen gerne, doch wenn man Profi sein will, muss man zu den Besten, den 0,01% aller Spieler gehören. Und um das zu erreichen, muss man das Spiel genießen und sehr viel üben. Daneben kümmert er sich auf YouTube und anderen Social-Media-Kanälen um seine Fans. Allein sein Einkommen daraus beziffert er auf 12.000 Franken monatlich. Dazu kommen Sponsoring-Verträge, Preisgelder und ein garantiertes Grundsalär von SK Telekom. Ich bin jetzt seit 3 Jahren Profispieler. Die Bestenrangliste wird nach Höhe der Preisgelder erstellt. In Asien bin ich die Nummer 2, in Korea die Nummer 1. Opa Gangnam Style. 2012 ging Koreas Gangnam Style auf YouTube viral. Und der sogenannte K-Pop gewann weltweite Anerkennung, auch im westlichen Mainstream. 5 Jahre lang war Gangnam Style das am meisten aufgerufene YouTube-Video. Über 3,5 Milliarden Mal. Die sogenannte K-Wave, die Korea-Welle von Musik, Film und Schönheit, war definitiv auch im Westen angekommen. Opa Gangnam Style. Die George Mason University Korea, eine der vielen Niederlassungen amerikanischer Universitäten in Seoul. Der Anthropologe Kyu Tak Lee studiert das Phänomen der koreanischen Unterhaltungsindustrie. Seit K-Pop plötzlich so erfolgreich wurde, glaubt man jetzt, dass man auch als Koreaner zum Weltstar aufsteigen kann. Wenn irgendetwas wirklich Erfolg hat, gibt es immer ganz viel Nachahmer, die dasselbe versuchen. Das geschieht nicht nur im K-Pop, sondern auch bei den erfolgreichen koreanischen TV-Produktionen und Filmen. In Korea gibt es eine große Teenie-Idol-Szene. Zum globalen Star schaffen es nur die allerwenigsten. Doch Teenie-Stars beiden Geschlechts gibt es in Korea wie Sand am Meer. Das sogenannte K-Entertainment, die Unterhaltungsindustrie Koreas, ist heute führend in ganz Asien. Je nach Zielmarkt wird auf Chinesisch, Japanisch, Englisch oder Spanisch gesungen. Korea will auch mit dem Export seiner Popkultur global führend sein. Und so etwas will natürlich geplant sein. Und darf nicht unberechenbaren Teenagern und dem Zufall eines Übungsraums im Elternhaus überlassen werden. Die südkoreanische Regierung ist sehr daran interessiert, Koreas Image im Ausland zu promoten. Wir wissen ja, dass es in Korea immer um Wettbewerb geht. Und das bezieht sich natürlich auch auf die Popmusiker und Bands und überhaupt die Prominenz. Schauen Sie sich eine koreanische Boyband an.
Die Tanzmusik ist schärfer. Sie singen besser. Die Videoproduktion ist besser. Und das einfach, weil mehr Aufwand betrieben wird. 11-, 12-jährige Kids gehen an Castings, die von der Industrie organisiert werden. Dort lernen sie tanzen und singen und je nach Zielmarkt auch Sprachen. Englisch, Japanisch, Chinesisch und so weiter. Es ist extrem kompetitiv. Und mit dieser Philosophie kommt dann ein außergewöhnliches Menschenprodukt heraus. Ein außergewöhnliches Menschenprodukt. Da muss natürlich alles stimmen. Und bei Frauen sowieso. Die Haut, das Make-up, das Haar. Die Lösung heißt K-Beauty oder K-Cosmetics. Die relativ neue koreanische Kosmetikindustrie ist in weiten Teilen Asiens marktführend. Und viele Asiatinnen sind überzeugt, dass die Koreanerinnen schlicht die schönste Haut haben. Der große internationale Erfolg von K-Beauty ist eng mit dem Erfolg von K-Pop verknüpft. K-Pop-Stars definieren die Schönheitsstandards. Wohl nirgendwo gibt es auch nur annähernd so viele Hautpflegeshops und dermatologische Kliniken wie in Seoul. Es ist ein sehr diskretes Geschäft. Aber der Facharzt für Dermatologie, Kyung-Kook Hong, ist zu einem Gespräch bereit. Korea ist heute in Asien zur bevorzugten Destination für Schönheitsbehandlungen aller Art geworden. In der Hautklinik hier beschränkt man sich auf nicht-invasive Behandlungen. Cosmetics is a product. Kosmetikprodukte sind leicht zu exportieren. Und wir profitieren davon, dass die Riesenmärkte China und Japan unsere Nachbarn sind. Mit dem Export dieser Produkte können wir unser Image in Sachen K-Beauty, also unsere Kompetenz, wenn es um Schönheit geht, stärken. Viele Luxusprodukte kommen noch immer aus Europa. Das hat mit der Geschichte zu tun. Wir gehen die Sache aber etwas anders an, mit neuen Ideen und trendigen Produkten, die man in Europa nicht ausprobiert. Und was trotz aller Kosmetik immer noch nicht stimmt, wird notfalls auch zurechtgeschnitten. Nirgendwo werden mehr Schönheitsoperationen gemacht als in Südkorea. Es ist ein gutes Geschäft. Und im schicken Viertel von Gangnam gibt es ganze Klinik-Hochhäuser, nur für die Schönheitschirurgie. Die europäischen Patienten versuchen typischerweise, ihre natürliche Schönheit zu erhalten, während man sich hier in Asien zum Positiven verändern möchte. Bewahrung versus Veränderung. In Seoul gibt es eine riesige Infrastruktur, die es den Frauen ermöglicht, sich zu verschönern. Die Koreanerinnen nutzen diese aktiv. Weil die koreanische Gesellschaft so stark auf Wettbewerb beruht, und alle eine gute Ausbildung haben, kann gutes Aussehen zu einem positiven Unterscheidungsmerkmal werden. Also versucht man, schön zu sein, um in diesem Wettstreit zu überleben. Korea ist traditionell eine buddhistische Gesellschaft. Und noch immer spielt der Buddhismus eine große Rolle in Südkorea. Doch selbst wenn es um Religion geht, ist man unerwartet kompetitiv. Unzählige Kirchtürme prägen das Stadtbild von Seoul. Vor allem protestantische Freikirchen sind äußerst aktiv. Manche haben mehrere Millionen Mitglieder und gleichen eher Wirtschaftsunternehmen als Religionsgemeinschaften. Der Professor für Religionssoziologie Andrew Eun-gi Kim ist in Kanada aufgewachsen und kennt den Westen genauso gut wie den Osten. Our society is Korea ist eine kollektivistische Gesellschaft. Koreaner müssen irgendwie zu einer Gruppe gehören. Wahrscheinlich mehr als die Menschen im Westen. Warum also gewann das Christentum diese Anziehungskraft in den 60er, 70er und 80er Jahren?
Damals war die Urbanisierung und Industrialisierung Koreas in vollem Gang. Viele Menschen zogen nach Seoul und verloren ihre Wurzeln. Sie hatten das Bedürfnis, irgendwo dazuzugehören in der neuen Umgebung. Die Yeouido Fall Gospel Church zum Beispiel. Die größte Gospelkirche der Welt wurde von einem charismatischen koreanischen Pastor gegründet. Bis zu 12.000 Gläubige fasst diese Kirche der Pfingstbewegung. Und das direkt gegenüber dem südkoreanischen Parlament. Diese großen Kirchen ziehen viele Gläubige an. Wenn sie dort dazugehören, dann bekommen sie alle diese Beziehungen. Das kann ihrer Karriere förderlich sein, denn sie bedeuten potenzielle Geschäftspartner. Die Vereinigungskirche ist eine andere, spezifisch koreanische, christlich geprägte Religionsgemeinschaft. Hier huldigt man dem selbsternannten Messias Reverend Sun Myung-moon, der zwar 2012 verstarb, aber in den Gottesdiensten noch immer per Videoeinspielung präsent ist. Heute ist die Führungsrolle an seine Witwe übergegangen. Die Bereitschaft, dem spirituellen Führer zu folgen, ging so weit, dass viele der Gläubigen ihm sogar die Auswahl des Ehepartners überließen. Wie in den berühmten Massenhochzeiten dieser Religionsgemeinschaft hier im Jahr 2009. Korea, along with China, Japan, Taiwan and to a certain extent Vietnam. Korea ist ähnlich wie China, Japan, Taiwan und teilweise auch Vietnam vom Konfuzianismus geprägt. Konfuzius glaubte nicht an Gleichheit, sondern an Hierarchie. Er glaubte, wegen der unterschiedlichen Fähigkeiten der Menschen mache das Streben nach Gleichheit keinen Sinn. Das sind Gesellschaften, die immer nach Hierarchien streben. Irgendjemand muss über uns stehen. In der Familie der Vater, in der Firma der CEO, in der Schule der Lehrer. Wohl 90% aller Beziehungen basieren auf Hierarchie. Jemand muss aus der Masse herausstehen, und dieser Person schulden wir dann Gefolgschaft, ja, höchste Treue, und wir sind ihr verpflichtet. So sind wir kulturell kodiert. Wer seine Zugehörigkeit zur Gruppe verliert, verliert meist auch seine Identität und seine Freunde. Denn die Gruppe bietet dem Individuum nur Schutz, solange es die ihm zugedachte Rolle erfüllt. Wer da nicht mitmacht oder die Leistung nicht bringt, die von ihm erwartet wird, hat in der von Hierarchien, Disziplin und Führerkult geprägten Gesellschaft Schwierigkeiten, seinen Platz zu finden. Und die Koreaner sind in ihrer großen Mehrheit eben definitiv keine Solospieler. Sie sahen Südkorea im Wahn des Wettbewerbs. Sie können diese Sendung in unserem Online-Shop erwerben.